Hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Survived. Wir sind hier am Tag 25, wir haben aufgehört am Tag 23. Wir sind also 2 Tage später, es ist Herbst, 8.50 Uhr früh und es sind 8 Grad im ersten Jahr. Ja, die Horde nach 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten und der Winter, alles am Tag 30. Wir sind mal gespannt, wohin das führt. Und wenn wir uns mal hier so ein bisschen dezent umschauen, seht ihr, dass ich hier hinter der Kirche und am Friedhof da ein bisschen abgeholzt, aber auch hier hinten ringsrum. Natürlich habe ich hier einiges stehen lassen. Ich habe ja gesagt, den Friedhof tasten wir so nicht an. Das sieht dann sehr bescheiden aus. Der Punkt ist, wir können ja leider nicht aufforsten, deswegen ja, lassen wir das mal so. Ich habe hier, wie ihr seht, noch nicht groß weitergemacht, sondern ich habe erstmal Regale und Steindepots gesetzt und das würde ich gerne fortsetzen. Allerdings nicht mit euch, keine Panik. Der eine oder andere schlägt schon die Hände über den Kopf und sagt, nein, nein. Okay, also wir haben heute ein bisschen was vor. Ich habe die 2 Tage natürlich ein bisschen Essen verbraucht. An dieser Stelle nochmal meinen ganz herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Essen. Den habe ich dann auf meinem Zettel auch gefunden. Allerdings ja, war das ein bisschen mühselig. Ich habe mir aus dem Wiki ziemlich viel rausgeschrieben und habe mir da auch dann jetzt mal so ein bisschen Ordnung geschafft, was im Endeffekt gut für dies, das oder jenes ist, dass wir da mal ein bisschen schnell da auch ein bisschen vorankommen, wenn wir mal was Spezielles brauchen. Diese 2 Essen, die mir in die Kommentare geschrieben wurden, also die sind eigentlich schon der ultimative Bringer. Aus dem einfachen Grund, man braucht nur Fleisch. Fleisch haben wir von den Wildtieren. Egal, ob es Räucherfleisch ist oder rohes Fleisch, es funktioniert mit beiden. Also, und wir kriegen in beiden Kombinationen 2-mal Pilze, 1-mal Fleisch, 2-mal Fleisch, 1-mal Pilze, dann die dementsprechenden schicken Werte raus, sage ich mal. Also kann man wirklich so sagen. Und ich habe das ausprobiert und alles lecker. Momentan sieht es bei mir so aus. Ich würde nochmal schauen, hat man da hinten noch Kisten? Nee, da hat man keine Steinkisten gesetzt, weil da hinten hauptsächlich Holz ist. Genau. Den Wagen, den stellen wir erstmal hier hin und ich würde mal ganz kurz schauen, dass wir hier uns da diese Sachen erstmal entledigen. Ich hebe die eigentlich auf, weil wir für die Mauer ja ziemlich viel brauchen, für die Holzmauer. Allerdings habe ich mir überlegt, wir haben ja hier ein riesiges Steinvorkommen, was sich ja regelmäßig neu auffüllt. Deswegen war vielleicht meine Idee, ihr wisst ja, in der ersten Staffel habe ich gebaut mit Stein und den kleinen Säulen. Ja, ich kann das nochmal zeigen. Diese klitzekleinen Säulen hier und davon dann eben 3 übereinander. Und der Vorteil ist, wenn ihr das setzt, na, ich finde es immer schwierig, den richtigen Abstand zu finden. Ich weiß nicht, gibt es dafür irgendeinen Trick, dass man genau den Abstand findet, zum Beispiel den, und jetzt könnte ich den Holzquerbalken hier reinsetzen. Na, das war ganz, das war eine ganz knappe Geschichte. Aber gibt es da irgendeinen Trick, wie ich das genau abmessen kann? Denn das ist nämlich so ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht so schön. Und ja, genau. So sieht es erstmal aus. So, jetzt muss ich erstmal schauen, das wollte ich nicht. Drücken Sie lange, um den Bauhaar abreißen. Ah ja. Also habe ich mir überlegt, dass wir damit bauen. Natürlich dann das Einfahrtstor hier anpassen und auch da vorne das Ausfahrtstor und dementsprechend 3 Dinger nach oben machen und dann die Querbalken. Das hat den Vorteil, wir sind genauso geschützt, vielleicht nicht so gut wie die Holzmauer, wenn hier mal jemand vorbeikommt. Aber der Punkt ist, wir haben hier niemand anderen außer die Horde. Und zu der Horde sei Folgendes gesagt, ich werde das hier drin machen, die nächsten 2 Horden. Wir werden mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe dahin auch schon einen Holzständer aufgebaut als Reserve. Und wir werden dann mal sehen, wie wir das hier vorne dann hinbekommen. Genau. Ja, das Problem ist bloß, wenn wir jetzt hier das machen, kann es durchaus sein, dass die in unserer Basis spawnen und das wäre dann wieder nicht so prickeln. Wenn das irgendwann mal fertig ist, also ich glaube, wenn unsere Basis, der Zaun hier fertig ist, ist das keine Option mehr. Ansonsten müssten die dann natürlich hier angewackelt kommen und hier uns ans Leder wollen. Das sollte funktionieren. Aber das war so ein negativer Punkt. Das Weitere, was ich gemacht habe, vielleicht fällt es den einen oder anderen auf, der ein sehr gutes Gedächtnis hat. Ich habe diese Formation hier, die Garage und auch das große Lager, habe ich 2 Segmente nach hinten versetzt. Aus dem einfachen Grund, wir waren hier so weit vorn, dass das Grünzeug hier wieder reinhakt und das sieht irgendwie schlecht aus. Es geht auch nicht weg, wenn wir die Steine bauen. Also ich hoffe, dass da irgendwann mal ein Fix kommt, dass das dann weg ist, denn ihr seht mal, wir haben auch da, wir haben auch da das Grünzeug drin und ich kann es nicht wegmachen.
Es will nicht weggehen. Na? Unsere Axt erkennt es nicht, unser Messer erkennt es nicht. Dann haben wir halt Pech, ne? So ist es halt. Ja, und ihr seht schon, einiges ist schon relativ gut gefüllt. Hier hinten muss ich noch. Das waren jetzt 2 Tage. Man glaubt es kaum. Die Steinspender sind, ich sag mal, wenn es hochkommt, sind 3 effektiv voll. Also 180 Steine. Ich habe aber primär auch Holz geholt. Und ihr seht, so sieht es momentan hier aus. Habe ich ein bisschen das, ja, so leer gesaugt. Wie gesagt, das habe ich versetzt nach hinten. Ich glaube, das ist einfach besser. Und dann ist das einfach so. Jetzt werden wir mal Nägel mit Köpfen machen. Ich werde es mal alles da lassen, was ich jetzt nicht brauche. Ich brauche den Bauhammer nicht. Den lasse ich mal da. Der ist jetzt nicht so wichtig. So, dann können wir das mal hier reintun. Und ich werde als erstes mal ein paar Pfeile auffüllen. Genau, die hatte ich nämlich auch reingetan, dass wir ein bisschen Platz haben. So, gut, dann machen wir das so. Brauche ich unbedingt eine Axt? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal eine mit. Wir haben hier noch ein paar Pfeile. So, die Bögen lasse ich hier drin. Auf speziellen Wunsch habe ich den jetzt dabei. Ja, es wird vielleicht auch bald Zeit. Ansonsten habe ich die Kisten. Ich habe hier noch eine Kiste gesetzt. Da ist jetzt vorwiegend Nahrung drin. Ich weiß, die ist schon sehr gut vergammelt. Aber im Endeffekt sage ich so, wie es ist. Bevor es weg ist. Ich kann, wie gesagt, mit einer leichten Vergiftung leben. Wir können uns jederzeit... warte mal, das nehme ich auch noch. Wir haben sowieso jetzt die Vergiftung, dann ist es egal. Dann haben wir ein bisschen körperliche Stärke, muss ich vielleicht nicht schlafen. Und da haben wir jetzt durstig. Das ist nicht so wild, sage ich mal. Ich nehme einen Verband mit für alle Fälle. Achso, warte mal, das kann ich noch. Kräutertee, da kommt mir da gerade eine Idee. Euch auch. Ich gehe mal davon aus. So. Hier habe ich noch 1, 2, 3 Kisten gesetzt. Für den habe ich leider kein Material mehr. Dann haben wir hier auf alle Fälle Sachen drin. Also alles, was so Sachen ist, Nähzeug, das kommt erstmal da rein. Waffen und Munition habe ich hier reingetan. Da werden wir gleich mal noch eine Umsortierung machen. Ein Schalldämpfer wäre nicht schlecht. Das ist eine 9mm Erweiterung. Da können wir mal gucken. Es ist jetzt nicht unbedingt die beste Waffe, aber... nee, das lassen wir mal. Die will ich eigentlich auch nicht verwenden. Sie hat nicht so den prickelnden Wert. Mit 25 Schaden ist vielleicht nicht ganz so. Was ich noch mitnehmen würde, wäre sie. Wobei die laut ist, ne? Das ist alles immer laut. Laut, laut, laut. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Und ich tue sie mal ganz unten hin. Für den Moment. Ich nehme Schrotmunition mit. Und wir nehmen 44er mit. Haben wir. So, da haben wir schon mal das. Ich nehme mit den Speer auf jeden Fall. Der hat nicht mehr viel. Da müssen wir vielleicht gleich mal einen neuen machen. Ich nehme mal so ein gutes Messer mit, aus dem einfachen Grund, kann man immer gebrauchen, kann man immer gebrauchen. Das Koki ist natürlich auch was, ne? Das ist ein schönes mit 25 Schaden im Gegenüber zu dem. Vielleicht nehmen wir mal lieber das mit für den Notfall, machen wir so, okay. Gut, dann die Wasserspender sind natürlich voll, das ist natürlich sehr erfreulich. Persönlich hatte ich den Eindruck, wir sind beim Regen etwas sauberer geworden, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. In den 2 Tagen hat es ein bisschen geregnet, vielleicht ein bisschen viel. Ich kann aber nicht genau sagen, ob es wirklich so war. Denn ich hatte das ja schon mal getestet, da war es nicht so. Also es muss jetzt nicht stimmen, ne? Um das mal so dezent zu sagen. So, mit einem Kräutertee sollte man das loswerden. Wenn meine Geheimdienstinformationen stimmen, sollte das in wenigen Sekunden erledigt sein. Und dann können wir hier gerne nochmal, das können wir eigentlich auch gleich machen. Ich muss jetzt keinen Kochwert auf Biegen und Brechen haben. Wenn ich das brauche, kann ich das mal eine ganze Nacht machen. Und der andere ist natürlich auch gefüllt. Ja, komischerweise sind die bei Regen ziemlich schnell voll. Na, aber wenn du dann mal so eine Stunde nach dem Regen, also so eine Ingame-Stunde, dann sind die auf einmal bei 35 Liter. Finde ich dann irgendwie auch wieder ein bisschen putzig. So, Durstig und Motivation, wirksame Behandlung bei Durchfall. So, dann trinkt man den mal und wir schauen. Da ist er weg. Sehr gut. Dann haben wir das auch erledigt. Und wir können gleich mal was trinken. Jawohl. Jawohl. Und jawohl. So. Dann trinke ich 2 Schluck von denen hier. Jawohl. Und einen heben wir uns auf. Dann ist die Flasche wahrscheinlich sowieso bald endlich hier. Die rutscht immer wieder rüber. Das soll sie nicht. Weißt du was? Dann mache ich das mal so hier. Genau. Einmal die Munition da hoch. Ja, ist okay. Gut. Ja, so lange wird es nicht mehr halten. Den hätten wir jetzt vielleicht noch... Weißt du was? Den nehme ich einfach mal mit. Den nehme ich einfach mal mit. Und vielleicht finde ich noch ein Kräuter. Ja, weißt du was? Da mache ich noch ein Dings schnell. Das machen wir einfach mal nochmal. Und dann gehen wir Essen besorgen. Ich habe heute... Ja, ich habe nichts mehr und ich brauche was. Fleisch könnte ich jetzt machen. Und Pilze ist wirklich eine sehr geile Kombi. Da ist man nicht auf die Läden angewiesen. Trotzdem möchte ich gerne
halt in einen Laden gerne mal rein. Und wo das hingeht, sage ich euch gleich. Halt, hier will ich hin. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben noch ein Wasser drin. Ja. War das jetzt eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Na, mal gucken, ob das so funktioniert, ob das noch hält. Für den Moment ist es vielleicht okay. So, dann machen wir das so. Warte mal. Genau, dann tun wir das noch mit rein. Dann können wir das hier noch mit abkochen. Jawohl. Und dann können wir nochmal drei Wasser abkochen oder so. Und dann haben wir zumindest eine volle Flasche und das läuft. Ja, und so geht es auch voran. Ja, ich habe mich auch an dem Wasser schon mal ein bisschen gewaschen. Also, es funktioniert. Man muss nicht unbedingt am Wasser bauen, ne? Es ist auch so machbar und das war ja auch Sinn und Zweck. Und besonders, wenn es auch mal nicht regnet oder sonst was tut, es reicht mit dem, was wir haben. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Ist die nachgeladen? Die ist nachgeladen. Dann tauschen wir mal ganz kurz hier durch. Die ist auch geladen. Sehr gut. Würde ich trotzdem wieder zurücktun. Und den Speer erstmal rein. Ist für mich so eine Notfallsituation. Weil sie ja doch leer macht und dann haben wir alle an der Backe. Das will ich eigentlich auch nicht haben. So, ich mache das mal so, dann ist das geblockt. Dann sollte der mal dorthin zurückgehen. Gut, Bogen habe ich den neuen dabei. Da brauchen wir zum Reparieren dann später mal Leder. Ne? Das ist so eine Sache. Ausrüsten, das haben wir gerade nicht. Weil wir kein Leder dabei haben, nimmt das nicht. Gut, ich nehme das mal mit, wenn wir den Riegel dann essen. Dann läuft das, dann können wir uns da gleich wieder gesund halten. Was für die Blutung. Und ansonsten ist es das eigentlich. So würde ich gerne losziehen. Ja, mehr haben wir nicht. Und wo geht's hin? Ich habe mir gedacht, wir schauen heute mal bei der Tankstelle vorbei. Ich habe jetzt nichts dabei, um jetzt irgendwie was zu ernten unterwegs, sprich irgendwelche Steine zu zerhacken. Das habe ich jetzt hier genug gemacht und das werde ich auch dann nochmal offscreen machen, das hier einsammeln. Da übrigens nochmal vielen Dank für die Idee, die Steine für den Winter zu lassen. Da sieht man sie nämlich. Und die großen Felsbrocken und die kleinen Steine lieber einzusammeln. Finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Also da nochmal vielen Dank dafür. Ja, alles kann man auch nicht immer auf dem Schirm haben. Und wenn man zuschaut, ist es immer was anderes. Also, wo ich früher zugeschaut habe, war das auch immer so. Da habe ich mir auch gedacht, was macht er da? Warum sieht er das nicht? Es ist aber manchmal auch so, du achtest hier auf die Natur, dass dir kein Wolf oder irgendwas über den Weg rennt. Wildschwein, du musst was erzählen oder solltest was erzählen. Es gibt ja auch YouTuber, die sind sehr beliebt, weil sie ruhig sind. Die sagen in einem 30-Minuten-Video 50 Worte und die sind alle begeistert. Da frage ich mich dann manchmal, da kann ich mir auch einen Stummfilm anschauen. Also die sind bedeutend lustiger, aber es ist ja jedem seine Sache. Na, ja, und ansonsten, oh, der Wildschwein. Ich finde schon, dass das Riesengeräte sind, oder? Also ich weiß nicht. Da ist noch eins. Da ist der Hirsch mit dem goldenen Geweih. Ja, dann müssen wir mal hier auf die Straße aufweichen. Die kommen in unsere Richtung. Soll er uns aber nicht stören. Von unseren Werten her sind wir nicht so schnupperhaft, also 93% ist okay. Ich nehme jetzt aber hier auch nichts mit groß. Ich denke, dass das so okay ist. Kleinen Moment bitte. So, ja. So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, die Tankstelle hier vorne, und zwar nämlich genau diese jene welche hier, die würde ich mir heute mal schnappen. Da kriegt man neue Plastikflaschen, wenn wir Glück haben. Vielleicht auch das ein oder andere Konservendöschen. Vielleicht einen nützlichen Rucksack, den wir mal mitnehmen können. Ich weiß gar nicht, haben wir das Auto schon gemacht? Wenn wir schon da sind, machen wir das gleich mit. Ja, ich hatte überlegt, wo gehen wir hin? Und ich dachte mir, halt, warte mal, da war doch dort hinten noch die Tankstelle. Die ist ja, oh, sehr gut. Verband ist immer nicht schlecht. Da können wir unser Leben pushen. Sehr gut, das nehme ich auch mal mit. Auch wenn wir es jetzt nicht gerade direkt brauchen. Später können wir uns da selber Reparaturkits aus dem Autoteilen bauen. Mal sehen, wie es vorangeht. Ja, Forschung müssen wir auch mal wieder reinschauen. Ich denke, wir können uns für das ein oder andere schon wieder was leisten. Müssen wir einfach mal schauen. Unsere Werte sind ja auch ein bisschen gewachsen in der Zwischenzeit. Ich denke, da geht was. Ja, ansonsten habt ihr ja gemerkt, es kommt ab und zu mal, ich habe es ja angedeutet, No One Survived ist so ein, ich sage jetzt nicht Lückenfüller, aber eine Folge oder ein Let's Play, was ein bisschen weniger erscheint. Immer da, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Und wie gesagt, ich bin immer noch fasziniert. Es gefällt mir immer noch sehr gut.
Und daran wird sich, denke ich, auch nichts ändern. Was mir heute in den 2 Stunden, die ich mal so aufgenommen habe und hier über die Karte gewetzt bin, Holz und Steine geholt habe und ein bisschen was vorbereitet habe, kam mir so der Gedanke, na, hoffentlich kommt nicht mal irgendwie Schlangen oder sowas mit rein, weil ich glaube, dass sie dann zu gut aussehen würden, dass man sie gleich auf den ersten Blick erkennt. Ne? Wenn man das mal so vielleicht mit Seven Days to Die vergleicht, da sieht man sie ja relativ gut, aber hier könnte ich mir vorstellen, da hört man es nur klappern und weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Es gibt ja auch giftige Schlangen, die nicht klappern. Also von daher ist das natürlich dann schon eine Warnung an sich. Ne? Einfach nicht näher kommen, sonst beiß ich zu. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Tiere, die machen das nicht. Dann hast du einfach das Gebiss im Knöchel, in der Wade oder wo auch immer in der Hand. Dann ist es so. Gut. Ja, dann schauen wir den gleich nochmal rein. Und da vorne ist auch schon die Tankstelle. Neuer Bogen, 55 Punkte. Wir haben es ja schon mal getestet. Ich fand auf alle Fälle, dass der sehr schnell an Haltbarkeit verliert. Also, ja. Weißt du was, ich nehme das alles mal mit. Wir werden ja irgendwann ein Auto haben. Treibstoff kann man immer gebrauchen. Hinten ist ja nichts drauf. Dann ist es das. Hier ist eigentlich auch ein schöner Platz zum Bauen. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. Auch nicht schlecht. Hier hinten ist auch riesig viel Platz, ne? Aber es ist eben vielleicht nicht immer eben und das macht es dann ein bisschen, ja, schwierig vielleicht, ne? Wir spielen ja ohne Loot-Respawn. Wie gesagt, ich mag das. Einfach mal zu gucken, ob man auch so klarkommt. Und wir werden das Let's Play auch so durchziehen, dass wir am Ende jedes Gebäude, jede Werkbank und alles haben, was wir bauen können. Und dann werden wir ja sehen, ob das funktioniert hat. Wir werden uns auch merken, was wir eventuell bei den Händlern geholt haben. Wenn das mal sein sollte. Es gibt ja auch Händler, die da gerne mal so ein paar Blaupausen oder so anbieten. Ich glaube, der hier oben in der Ecke ist da so ein Spezialist dafür. Na? Es gibt für alles hier die Spezialisten. Man muss halt einfach nur schauen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir einen Spucker. Ja, ich gehe einfach nochmal ein Stück. So, gut. Hier könnte man eigentlich auch die Waffe verwenden. Ja, das ist okay. Gut, ich rüste mich mal aus. Gut. Dann nehmen wir uns gleich den ersten hier vor. Ja. Ich hätte gedacht, der ging vorbei. Na gut. So, ich glaube, die könnte flitzen hier. Dass die uns nicht sieht, wundert mich eigentlich ein bisschen. Okay, die steht wieder auf. Ja, mit dem Kopftreffer ist nicht ganz so easy, ne? Okay, haben wir. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal hier klar Schiff, oder? Oh, wow. Okay. Ist übrigens die Werbereklame neu, kann das sein? Sieht fast so aus, ne? Ja, cool wäre ja, wenn die Pfeile vielleicht liegen bleiben würden, wenn das Individuum wegspawnt. Das wäre schon eine feine Sache. Aber man kann nicht alles haben. Ich muss mal meine Pfeile überprüfen. Okay. Ja gut, da haben wir noch ein paar. 18, 24, 26 Pfeile sollte passen für die Bar. Ansonsten haben wir ja gerne nochmal die anderen Sachen auch übrig. Ne? So, ich hoffe, dass mein Wagen nicht zu weit weg steht. Ich probiere das mal. Ansonsten noch mal ein klitzekleines Problem. Kann auch sein, dass sich da auch was verändert hat. Ich weiß es eben nicht. So. Nee, wir sind noch im Radius. Kann aber, wie gesagt, auch sein, dass sie das mal geändert haben, dass man wirklich jetzt nicht hier rausgeht. Und ich finde, das ist schon ein übelstes Manko eigentlich.
Ja, mein Speer ist nämlich auch nicht so toll. Okay, der war gut. Ja, die merken, dass hier was los ist, geht aber da raus. Das ist irgendwie sehr putzig. Aber lass es machen. So. Mir egal, da kommst du eben rein, wenn du mich siehst. Militärrucksack, das ist das, was ich wollte. Ah, das ist das, was ich wollte. Ich glaube, jetzt kommt er rein. Jetzt ist er sauer. Okay. So, da können wir auf alle Fälle mit F das öffnen, verwenden und dann können wir nämlich das Zeug reintun, was wir nicht brauchen. Und ja, finde ich so gesehen eine tolle Sache. So, wir können auch mal hier schauen. Gewehr brauche ich gerade nicht. So. Ne, warte mal, das lassen wir da. Wie sieht denn das mit meinen Werten aus und dem Riegel? Naja, können wir uns noch ein bisschen schenken. So, aber das kann ich vielleicht mal reintun. Dumm, 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 dumm. So, und so, wunderbar. Dann kann er nämlich erstmal hier liegen bleiben. Und ansonsten war ja nichts, ne? Genau. Ein Holovisier, nicht schlecht. Kommt einer rein? Nee. Ja. Wunderbar. Ich bräuchte eigentlich von den anderen Sachen ein bisschen was. Ich muss mal schauen, ob hier noch einer... Oh, wow. Ich glaube, die sind alle ausgeflogen. Oh, wow. Ich glaube, jetzt sind wir zu voll. Warte mal, das muss ich mal kurz in den Wagen tun. Das sind ja 50 Liter Treibstoff. Also, wenn wir ehrlich sind, brauchen tun wir es jetzt nicht, weil wir ja, wie gesagt, noch kein Auto haben. Aber auch das wird sich... Ich bin mir nicht sicher, ob wir es noch vor dem Winter schaffen, aber es wird sich auch ändern. Ja. So, schauen wir hier nochmal. Da ist nichts. Ich wechsle mal auf den Speer. Falls hier noch einer steht. Tut's nicht. So, Automaten können wir nicht nehmen. Dann nehmen wir die Getränkeflaschen hier. Jawohl. Sehr schön. Ja, mit dem Essen sieht es gerade nicht so prickelnd aus. Es ist alles nur Trinken. Das hatte ich mir gerade ein bisschen anders vorgestellt. Da haben wir was. Eine Dose Hundefutter. Hundefutter niemals aufkochen oder irgendwas. Das einfach so essen. Das kann man nicht kochen. Da über ein Feuer so ein bisschen warm machen. Okay, also so gesehen, muss ich mal sagen, war es jetzt nicht unbedingt der Brüller. Hm. Hätte ich gedacht, dass wir vielleicht zwei, drei Dosen haben, dass wir da ein bisschen... Aber ist nicht. Ist nicht. Na gut. Können wir es nicht ändern. Hier waren wir drin. Jawohl. Da waren wir auch drin. Ich schaue nochmal hier hinten. Das hat man. Gut, dann muss ich den Rucksack jetzt mitnehmen. Auf alle Fälle passt eine ganze Menge rein, ne? Warte mal. Na. So. Der kommt erstmal dahin. Jetzt hole ich den Rucksack. So, mein Freund ist da. Okay. Erledigt. Gut. Ja, dann haben wir das. Essen ist nicht so der Brüller jetzt gewesen. Das heißt, ich habe ein Problem. Dann wäre ich auf Pilze und auf halt das andere umsteigen müssen. Dann ist es so. Kann man nicht ändern. Gut. Dum, 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 dum. Sauberes Wasser drin. Sehr gut. Ja, dann einmal, na, einmal abwerfen. Einmal abwerfen, einmal aufnehmen. Sehr gut. Und ja, dann ist es das erstmal. Wie sehen unsere Werte aus? Okay. Ja, da würde ich sagen, kehren wir zurück. Leider nicht so der Erfolg.
Wie viel haben wir denn? Ungefähr 20, 25 Minuten haben wir weg. Ja, nochmal hier reinzugehen. Na, ich weiß nicht so richtig. Das sieht immer aus, hier vorne dieses Eisen, als ob da ein Wolf sitzt, ne? Ich hoffe, es ist kein Wolf. Nee. Nochmal ein Haus zu looten? Wäre auch eine Möglichkeit. Also die Scheunen sind relativ sinnfrei. Ich kann mal ganz kurz hier auf die Karte schauen, was wir uns vielleicht... Hier waren wir drin, die waren wir drin, hier waren wir drin. Das wäre noch und eventuell hier drüben müssen wir nochmal schauen. In dem Haus waren wir auch nicht drin, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir waren in dem und in dem. Das haben wir auch gelassen, ne? Können wir vielleicht nochmal schauen gehen. Nutzen wir nochmal die Minuten hier. Denn es wäre ja wirklich schade drum. Es ist dunkel. Vielleicht haben wir ein bisschen Dunkelheitsbonus, dass wir uns nicht ganz so bemerken. 87% ist unser... Oh, hier sind sie schon. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 19. Ist jetzt nicht unbedingt der Brüller, ne? Hat er uns? Nee, ne? Nee. Hier sitzt einer im Baum. Das ist ja der Hammer. Dann machen wir es eben auf Sneaky Art wieder. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Brauche ich das unbedingt? Im Moment eigentlich nicht, ne? Oh, das könnte... Nee, auch nichts. Was sagt denn unser Gewicht? Okay. Gesehen? Ja, mit Essen ist hier leider nichts, ne? Na gut, können wir es nicht ändern. Weiter rein möchte ich aber eigentlich auch nicht gehen, obwohl das ist ein Spucker, das Haus will. Das Haus wäre bestimmt verlockend. Upsala. Gucken, ob die Zeit reicht. Ja, 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 Diedeldudeldei. Da komme ich nicht rum. Da komme ich aber. Da kommt der Hund an. Okay, Zeit zu gehen.
Ich bin froh, dass hier dunkel ist. Und, Hundi, was machst du? Hängst du die Nase in den Wind? Ja, ne? Sah so aus. Am Baum irgendwie? Egal. So, hier war ja nichts drin. Also eigentlich ist es zu, auf diese in der Dunkelheit auch gut zu handeln. Ich glaube, die haben ein bisschen Nachtblindheit, ne? Denen geht das nämlich genauso wie uns, wenn man das nämlich mal so macht. Ich glaube es zumindest. So. Toll. Da siehst du gar nichts. Und ich glaube, denen geht das genauso. Mhm. So, wir können mal schauen. Was habe ich noch für Optionen hier essensmäßig? Also wir könnten das Haus noch machen und hier hinten noch. Ich denke, dass wir da vielleicht noch was finden. Das haben wir gemacht. Da ist nichts weiter. Hier unten die Farm. Könnte was zu finden sein. Händler weiß ich nicht, ob die was hat. Auf alle Fälle haben wir hier dieses Café in der Stadt. Hm. Polizeistation bringt uns natürlich Waffen, Munition, aber ich glaube eher weniger Nahrung. Müsste ich nochmal auf meine interaktive Karte schauen. Für den Moment war es jetzt ein bisschen unbefriedigend. Ich hätte mir zumindest ein, zwei Dosen irgendwas gewünscht, aber haben wir leider nicht. Haben wir Pech, ist es so. Ja. Ansonsten, ja, Reh. Und eine Station bauen, dass das Fleisch schön... Ja, dauert rein theoretisch 3 Minuten. 3 Minuten wären ingame. Muss ich kurz rechnen. Ich glaube, eine Ingame-Stunde ist eine halbe Minute. Das wären also 6 Stunden. Nun weiß ich nicht, ob der mitzählt, wenn wir schlafen. Ich glaube nicht, ne? Hm. Ist auf alle Fälle machbar. Bis dahin wird man nicht verhungern. Das heißt, ich müsste mir jetzt eigentlich noch ein Reh oder sowas holen. Ein Wildschwein will ich nicht. Wo ist denn das Reh hin? Wir haben ja noch ein bisschen Platz, oder? Warte mal. Ich glaube, dich kann ich jetzt mal nehmen. Das mache ich jetzt auch. Da habe ich noch ein bisschen Energie. Jawohl. Dann trinke ich dich dazu. Dann ist das wieder erledigt. Und wir trinken nochmal hier aus der Flasche. Hm. So, und ich glaube, da haben wir alles aufgefüllt, was geht. Haben wir gerade so viel Energie verloren? Hat er uns nicht Energie gebracht? Ne, ich glaube nicht, ne? Der hat uns keine Energie gebracht. Na gut, egal. So, dann. Jetzt müssen wir mal schauen, der ist dort. Also wie gesagt, dafür brauche ich bestimmt 20 Pfeile, die habe ich nicht mehr. 17, 18, 19 könnte eine knappe Geschichte werden. Würde uns aber gutes Fleisch bringen, ne? Allerdings haben wir den guten Bogen dabei. Und weißt du was, wir probieren das jetzt mal. Ich mache das jetzt mal. So, im Notfall haben wir noch die Pistole. Wow. Na, sag mal. Kannst du nicht glauben, ne? Da sind wir auf 13 runter. Auch nicht schlecht. Das kannst du nicht glauben. So, kleinen Moment Geduld. Dann tun wir das mal ganz kurz hier auf die andere Art regeln. Geht ja relativ schnell. So, wir haben ja hier eigentlich ein Potenzial von 55 Schaden und nicht von 30. Also müsste man rein theoretisch sowieso bloß ein Drittel weniger brauchen. Aber man weiß es nicht.
So, ich brauche natürlich trotzdem einen gewissen Abstand. Das würde ich schon ganz gerne beibehalten. Und der rennt immer weiter weg. Ich nehme mal meinen Wagen mit. Das wird sonst hier nichts. Aber wir brauchen was zu essen. Das war jetzt. Ich hätte gedacht an der. Was machst denn du? Was ist bei dir kaputt? Nichts. Gut. Ich hätte gedacht, wir finden vielleicht zwei, drei Dosen oder so. Naja. So, das stellen wir mal hier hin. Stück. Und ihr habt es gemerkt, unsere Ausdauer, ne? Die hat uns ein klein bisschen fast. So, ich sammle die erstmal wieder ein hier. So, ein paar haben wir wiederbekommen, das ist sehr gut. So, die 5. Ach, wir hatten das schon automatisch durch das Messer. Aha. Was war denn das jetzt noch ein Pfeil? Okay. Haben wir denn alles bekommen? 2, 4, 6, 8, 10 Stück Fleisch, ein Leder und einen Kopf haben wir bekommen. Das ist ja mal genial. Okay. Aber wir haben keine Energie mehr, ne? Unsere Energie ist am Boden. Das macht aber auch nichts. Haben wir denn hier so ein Aufputschmittel? Ausdauer plus 40. Das ist die andere Ausdauer gemeint, nicht die körperliche Stärke hier, ne? Leben minus 5. Na gut, das wäre mir relativ. Aber schön. So, jetzt noch ein paar Pilzchen mitnehmen hier. Gucken, ob das andere Schweinchen irgendwo rumrennt. Nicht, dass wir den über den Weg laufen. Und dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes auf alle Fälle den Räucherdings da, dass das Fleisch ein bisschen länger hält. Das hält ja dann fast 30 Tage. Das ist natürlich schon eine Hausnummer dann. Wenn du Pilze brauchst, sind keine da. Ja, mein Endziel ist eigentlich hier, was das Essen angeht, natürlich dann irgendwann Konserven herstellen zu können. Das wäre natürlich dann die Krönung, ne? So, ich muss mal schauen, ob wir richtig laufen. Ja, jetzt schon. Da ist das andere Schweinchen. Ja, 13 Pfeile, gut. Und ich müsste eben hintereinander weg, ne? Der stoppt zum Glück immer, der rennt nicht durch, sonst hätte er uns schon lange aufgegabelt. Das ist natürlich auch eine andere Geschichte. Gut, ich würde sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich werde mal zurückrennen und das ein bisschen schön machen und dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, ciao, ciao und auf bald.